Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Heute ist Turniertag. Ja, heute wollen wir es wagen. Der Herr sei gepriesen. Ich habe Angst. Was führt dich zu mir? Ich habe mich tatsächlich die letzten Tage nicht getraut aufzunehmen, weil ich so Schiss vor dem Turnier hatte, aber okay. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, genau. Sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Ja, können wir. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. Haben wir. Zahlen war locker. Achso, nee. Ach, falschen geht nicht, ne? Okay. Sicher. Hier, bitte. Wir haben ja ein bisschen gespart. Wie heißt du? Heinrich. Aus Galitz. Gut, ich halte das fest. Sehr schön. Und ich muss wissen, welche Waffe du willst. Weiß ich nicht. Was haben wir denn? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was wir haben. Muss ich mich da jetzt entscheiden? Schön, ne? Haben wir ein Schild? Doch, wir haben ein Schild und... Oh Gott, führen wir ein Jagdschwert mit uns oder ein Kurzschwert? Kriege ich von denen Waffen? Ich bin gerade perplex, ob ich... Sind das... Muss ich wissen, was jetzt meine eigenen Waffen sind? Und wenn ich es nicht habe, habe ich schon verkackt? Ich habe Angst. Okay, ich nehme mal Jagdschwert und Schild. Mit Jagdschwert und Schild dürfte ich unschlagbar sein. Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Gott behüte dich. Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Ich versuch's. Ich hab mich vor... Oh Gott, es geht einfach gleich los. Ach du Scheiße. In dieser Runde beweist seinen Mut Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Oh Gott, ich hoffe, ich mache dem keine Schande. Und ihm steht gegenüber Stanek, Gehilfe des Rattayer Schreibers. Aha. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Jo. Und nun? Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Unsere Recken kämpfen mit Jagdschwertern. Ach, beide. Er auch. Okay, also es ist nicht meine Waffe. Wir kriegen Waffen. Oh Gott, geh weg. Jetzt fängt er hier schon so hart an. Ui. Okay, okay. Ruhig, ruhig. Das hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen... Oh je. Hat das wehgetan? Nö. Alles gut. Verdammt. Komm auf. Hab ich denn so wenig Ausdauer und der so viel? Aua! Sag mal. Also, das kann ich auch. F? Nee, mach da nicht. Kann ich nicht. Ja, sammle deine Kräfte. Du wirst sie brauchen. Stopp, stopp. Nimm das! Ja, ja, ja. Nee, so nicht. Nee, nö, nö, nö. Will er? Nee. Doch. Au, au. Oh Gott, keine Ausdauer? Keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Nee, geh mal weg. So nicht, mein Freund. So nicht. Aua. Oh Gott, ich hab mich aufgepasst. Herrgott! Sehe ich auch so. Autsch. Also, das kann ich auch. Aber ich habe keine Ausdauer dafür. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Ausdauer für alles. Aua. Ich habe doch geblockt. Hier. Na komm, komm. Gibst du schon auf? Nö. Nicht garantiert, ne? Herrgott! Na komm jetzt! Oh, verdammt! Ja, auf Schild hauen ist natürlich die beste Idee überhaupt. Ja, ein schwieriger Kampf hier. Na komm, komm, komm. Au! Oh, nicht schnell genug. Nicht schnell genug. Nee. Oh Gott, jetzt macht er mich aber fertig. Das war doof. Das war sehr doof. Hab ich ihn dann mal erwischt? Oh, heb doch mal dein Sch... Das ist immer die Ausdauer, ne? Mir fehlt die Ausdauer, glaube ich. Was ist los? Keine Eier mehr? Was du sagen? Fühl ich ja auch nicht an. Das Gute ist, hier steigt unser Skill halt wirklich rapide an. Oh, jetzt zieh ich schnell Schwert. Oh je, oh je. Ausdauer, Ausdauer. Ich muss auch mal irgendwas leisten hier. Ich treff den einfach nicht. Nee, nee. Vergiss das mal ganz schnell. Jetzt muss ich weg. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer.
Musst du jetzt warten? Huch, wo ist er denn? Gibst du auf? Nee. Au! Oh, da hat er zugestochen. Oh, der Böse. Daneben! Ja, ja, ist okay. Oh, der Typ. Au! Oh, der hat schon Blut am Schwert. Von mir. Na komm. Einfach. Oh, ich hab doch geblockt. Wann ist er denn mal hin? Wahrscheinlich gar nicht. Oh, ich hab doch. Boah, das war aber auch nicht schlecht, mein Freund. Oh Gott, ich kann nichts machen. Ja, wir verlieren leider schon den ersten Kampf. Wir sind einfach zu schlecht. Wir kämpfen halt so super selten da draußen. Ich habe jetzt keine Ausdauer mehr, leider. Oh Gott, au. Keine Chance. Heb doch dein Schild. Keine Ausdauer. Kann ich nebenbei einen Trank nehmen? Nee, ne? Was soll das? Oh Gott. Ausdauer. Nee, oh Gott, das war schlecht. Ja, wir haben verloren. Wir haben verloren. Schade. Na gut. Naja, schade. Aber ist halt so. Wir haben halt ewig lang nicht mehr gekämpft hier. Wie, muss ich jetzt nochmal? Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Och nö. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Wieso muss ich denn jetzt nochmal? Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Ach, jetzt hat er gewählt, Kurzschwert. Okay, ich hatte Jagdschwertschild, jetzt er Kurzschwertschild. Okay. Nimm das! Ja, versuch's. Also haben wir aber noch tatsächlich eine Chance. Wird wahrscheinlich nicht besser werden, aber hey. Oh Gott, Ausdauer. Ah, wow, unsere Stufen steigen hier jetzt hart. Ja, das ist schön. Die 60 haben sich also schon irgendwo rentiert, würde ich sagen. Aua, was war das denn? Oh, Schild, Heinrich, Schild. Boah, der kann aber auch oft angreifen, der Typ. Und ich blute. Das ist nicht so geil. Ja, wir werden jetzt verlieren, weil wir bluten. Aua. Oh, geh weg. Oh Gott, Blut. Das ist aber ärgerlich mit dem Blut. Au. Ausdauer fehlt schon wieder. Das hat er aber gut gemacht. Ich bin hier drin. Schild, Heinrich, Schild. Wo ist dein Schild? Ich drück doch Q wie eine Blöde. Keine Ausdauer. Leck mich weg, doch! Oh Gott. Geh weg. Lass mich da erstmal aus der Dauer generieren. Huch, hab ich den mal gerade auf den Kopf gezimmert? Das war ein bisschen witzig. Verloren. Okay. Naja. Aber wir haben schön gelevelt. Das finde ich schön. Trotzdem schade. Was ist denn jetzt mit meinen Wunden? Heilt jemand? Heilt jetzt jemand meine Wunden? Ich hoffe. Wir haben halt in diesem ganzen Spiel halt echt wenig bisher gekämpft. Also wir waren halt echt... Skill ist halt low. Hochverehrte und vornehme Leute, Freunde und Nachbarn, willkommen zum berühmten Turnier... von Ratai, einem Turnier, bei dem die tapfersten Recken der gesamten Provinz ihre Kräfte messen. Einem Turnier, bei dem Nervenkitzel, Überraschungen und Ruhm nie zu kurz kommen. Hiermit erkläre ich das Turnier für eröffnet. Streiter, jetzt, das wüsste ich gern. Könnte ich jetzt wirklich nochmal? Turnier teilnehmen. Du musst warten, bis Herr Hanusch in ein paar Tagen das nächste Turnier ausruft. Okay. Komm dann und ich schreibe dich gerne ein. Okay, reicht auch für einen Tag. Ich glaube, ich hätte es jetzt auch nicht gleich nochmal gemacht. Aber ja, das war also ein Turnier. Schön. Der erste Wettstreiter ist. Dann könnten wir jetzt mal, wir haben doch so viel aufgelevelt hier. Dann lass uns doch mal kurz gucken. Also, hier im Kampf und hier haben wir auch noch bei der Hauptstufe sogar. Was gibt es denn hier Schönes? Ach, es geht schon wieder. Nee.
Das Leben ist hart. Ja, genau. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort. Ach so, mit den Betten ist das. Der Duft des Mannes. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50 mehr Charisma. Okay, aber du stinkst so penetrant, dass andere dich leichter bemerken und deine Fertigkeit Heimlichkeit um 30. Ah, nee, doof. Deine Ausdauer regeneriert sich nachts 20% schneller, aber tagsüber langsamer. Frischluft. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte 20% weniger stark. Das ist gut. In Städten und Dörfern sowie in ihrer unmittelbaren Umgebung erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke, Agilität, Vitalität und Redekunst. Kannst nicht... Ah, Naturbursche oder Bürger. In der Wildnis erhältst du einen Bonus auf Stärke, Agilität, Vitalität und Redekunst. Kann nicht mit der Spezialisierung Bürger. Da wäre ich ja fast eher für Naturbursche, weil wir doch da eher kämpfen als hier in Städten, oder? Ich nehme das mal. Ich nehme mal den Naturburschen, finde ich sowieso gut. So, dann können wir noch bei Kampf... Aradalassa, du hast bessere Chancen, deinem Gegner im Kampf eine blutende Wunde zuzufügen. Je mehr dein Schwert beschädigt ist, desto größer die Chance, deinen Gegner damit bei einem Treffer zu verfolgen. Ich nehme mal Aradalassa, das finde ich gut. Blutende Wunden sind, glaube ich, nicht schlecht. Was gibt es noch? Verteidigung. Oh, das hat sich voll gelohnt, die 60. Wir haben so viel Zeug bekommen. Deine Angriffe zu blocken kostet deinen Gegner 15% mehr Ausdauer. Wenn du deinen Gegner bei einer Umklammerung schlägst, ich weiß leider nicht, wie die Umklammerung funktioniert, deswegen nehme ich direkt mal das hier. Ich weiß, dass man F drücken muss, aber ich habe gerade so oft F gedrückt und es ist nichts passiert. Das, naja, weder getreten noch umklammert. Wahrscheinlich mache ich da noch irgendwas falsch. Okay, jetzt das Schwert auch noch. Langschwert benutzen wir nicht, wir benutzen eher sowas hier. Aber ob ich das hinkriege, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Stimmt, das wollte ich schon mal skillen und habe es dann gelassen, weil ich eben noch nicht weiß, mit welcher Waffe wir langfristig kämpfen werden. Und genau aus diesem Grund lasse ich es jetzt auch. Weil ich das tatsächlich einfach nicht sagen kann. Oh, nee, so nicht. Michael aus Janowitz, Speerträger der Herren von Sternberg. Die kämpfen jetzt auch da. Ach, das ist ja interessant. Ach, cool. Da können wir sogar zugucken. Okay, ich guck mal trotzdem kurz auf die Karte. Wollte ich hier noch irgendwas? Ja, der Schreiber. Aber jetzt muss ich mal hier kurz gucken. Ach cool, da kann man hier wirklich auch zuschauen. Ach schön. Ich mag diese Details. Ne, bei vielen anderen Spielen würde jetzt einfach hier gar nichts passieren ohne einen. Verdammte Scheiße! Ach toll. Ich würde wirklich gern weiter zugucken, aber ich habe Angst, dass nebenbei irgendwelche Quests ablaufen. Und euch ist wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, wenn ich da zuschaue. Ja. Aber wie cool. Wenn ich das alleine spielen würde, würde ich mich da, glaube ich, schon mal daneben stellen und einfach zuschauen, wie die so kämpfen. Hat schon was. So. Ja. Frisches Brot von heute Morgen. Von heute Morgen. Toll. Sehr cool. So, wo muss ich hin? Wo ist denn der drin bei dem Eichenmist? Ach, der Schreiber. Nee, der Schreiber ist doch gar nicht hier. Warte mal. Frage den Schreiber nach der Der Schreiber ist aber immer noch nicht hier, ne? Den habe ich ja noch gar nicht zurückgebracht, oder? Ich war ja nur bei dem Schreiber von Uschütze. Hi, Vogt. Mit dir kann ich darüber nicht reden, ne? Ach, das ist ja blöd. Ich habe den Schreiber halt noch gar nicht. Der redet nicht mehr mit mir. Beste Grüße. Jetzt. Hier gibt's gar nichts gerade, ne? Nö, okay. Nee, den Schreiber haben wir gerade nicht. Aber ist schön, dass trotzdem das Ding da ist. Das wundert mich halt gerade, dass trotz dessen, dass der Schreiber gar nicht da ist, das A hier aber angezeigt wird. Kann ich irgendwas klauen? Nee. Okay. Jetzt geht doch mal die Treppe hier runter. Okay, hier möchte ich gar nicht weiter rumirren. Okay. Hatten wir jetzt eigentlich lesen gelernt in Uschütze? Ich weiß es gar nicht mehr, ich hoffe. Ach ja, und wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich den Wein kaufen. Wenn schon das mit dem Schreiber gerade immer noch nicht funktioniert, weil der Schreiber halt noch nicht da ist. So, kaufe ich den Wein hier? Hallo? Sieht nicht richtig aus, oder? Warte mal. Ja doch, sieht richtig aus. Okay, Konrad? Glück und Gesundheit. Ich, was? Ich wollte noch mal wegen der Köchin fragen. Ach stimmt, da gab's ja mal was. Mach's gut. Nee, ich habe noch andere Fragen. Also, da ist doch diese Herrin Stefanie von Thalenberg. Die schickt mich.
Herrin Stephanie von Thalenberg schickt mich um. Und was will sie? Feine Stoffe aus Venedig, exquisite Gewürze aus Arabien oder deutsche Juwelen? Klingt alles gut. Wein. Guten Wein. Ah. Ah. Obwohl auch Bier ginge? Als Geschenk für die Hochzeit einer Edelfrau? Wohl kaum. Was? Dann haben wir ein Problem. Ich habe das letzte Fässchen Wein als Hauptpreis für den morgigen Bogenschießwettbewerb weggegeben. Ich muss da gewinnen. Mist. Nein, bitte nicht. Oh Gott, nein. Kann ich den auch woanders auftreiben? Kann ich diesen Wein denn nirgendwo sonst auftreiben? Leider nicht. Ich habe das alleinige Recht, diesen besonderen Tropfen zu verkaufen. Schlecht. Niemand sonst in der Region hat ihn vorrätig. Kann ich am Bogenschießen teilnehmen? Natürlich. Geh zum Schießplatz. Oberhalb von Ratay. Ich habe extra das blöde Pferd hierher geritten. Also nach Thalenberg, nicht hierher. Was, wenn ich verliere? Und wenn ich den Wettbewerb verliere? Dann wirst du den Gewinner überzeugen müssen, sich von seinem Preis zu trennen. Ja, gut. Ich schätze, ich werde mir etwas überlegen müssen. Dann müssen wir den abkaufen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann. Ja, schon gut. Schon gut. Lass uns mal handeln. Kann ich irgendwas verkaufen? Damit ich mir dann den Wein leisten kann, nachdem wir verloren haben. Oh, ist das doof. Ah, wie doof. Okay, wieso haben wir denn unser Schild gar nicht ausgerüstet? Naja, gut. Kann ich ach, das Pferdchen hat ja alles. Wir haben ja gar nichts mehr einstecken. Das Pferd hat ja wirklich alles gerade. Och, wie doof. Pferd. Huch, oh Gott. Das war ein Blitzstart. Hi. Achso, ich muss gar nicht aussteigen. Ja. Kann ich mal kurz... Dankeschön. Ich war eigentlich nur an dein Inventar. Gefährte. Pferd. Inventar. Bin ich gerade im Pferd-Inventar? Bin ich jetzt im Pferd-Inventar? Ich weiß es immer nicht. Ja, ne? Warte mal. Ins Inventar. Den Knüppel kann ich verkaufen, ne? Ich glaube, ich kämpfe nicht mit dem Knüppel. Ein Säbel. Ja, aber den Waffen weiß ich halt nicht. Vielleicht brauche ich es ja mal. Komische Kleidungsstücke. Boah, komm. Edle Schuhe, die kaputt sind. Eine Bunthaube. Und noch die hier. Wieso hat die... Habe ich die geklaut? Sag mal. Sowas. Kann ich die trotzdem noch verkochen? Das ist eine Frage. Thema Sonstiges, den Kommunionskelch, den können wir wahrscheinlich auch mal teuer verkaufen. Ich weiß noch nicht, ob wir den hier teuer verkaufen können, ehrlich gesagt. Oh Gott. Ich muss noch mal kurz her. Also Konrad, ich habe da Zeus. Warte. 5, 6 nur? Naja, gut. Dann edle Schuhe. Wow, das gibt so gut wie gar nichts, weil der wahrscheinlich der falsche Typ dafür ist, ne? Ich könnte mir schon vorstellen, dass das was ausmacht, bei wem wir die Sachen verkaufen vielleicht. Wir können ja mal zu dem Kleidungstypen gehen und gucken, ob es da mehr bringt. Bin ich noch bei Verkaufen? Der kleine Goldkelch bringt 31. Okay, das ist aber schon mehr. 14,7 dafür. Wo sind denn die ganzen Pilze gerade hin? 0,1. Okay, die bringen gar nichts mehr. Den kann ich die wahrscheinlich auch nicht mehr irgendwo verwenden, ne? Also in Tränken oder so, dachte ich halt. Okay, oh nein, ich will gar nicht zurück. Moment, Warenkorb. Hä, wieso ist denn da jetzt nix? Achso, nix. Wir probieren das mal aus, weil das hat mich jetzt schon lange interessiert. Ja, warum nicht? Mit denen, ob es verschiedene Preise gibt. Warte mal, erhalte 1,8. Ich würde gerne 2,3. Was damit? Ich weiß es gerade nicht, aber... Ja, ja. Komm, nimm die vergammelten Pilze. So, wo wäre denn hier der Schneider in der Stadt? Der Schneider ist auch da hinten. Okay. Pferdchen, du musst mich mal hinbringen. Ich kann nämlich gar nicht mehr laufen. Kaum noch. Ich. Ja. Ach stimmt, da ist der Schneider. Ich kann mich erinnern. So. Okay. Hier, glaube ich, war der... Sieht richtig aus. Schaut euch diese Gurken an. So. Jetzt habe ich mir natürlich nicht so richtig den Preis Glück gemerkt von den Sachen, aber es war auf jeden Fall wenig.
Gott behüte dich. Okay, verkaufen auf Rüstung. 6. Ja doch, ne? Oder? Oder bilde ich mir das gerade ein, dass ich denke, dass es mehr bringt? Ein bisschen mehr, glaube ich. Nicht viel, aber ich glaube ein ganz, ganz kleines bisschen. Oh, wieso habe ich denn die nicht an, wenn die, weil die geklaut ist, ne? Ach hier, die Sachen sind kaputt, deswegen ist es so doof. Sonst wäre die vielleicht sogar besser. Minus 2, minus 2, minus 1 Zustand, ne? Aber sonst wäre es 3, 3, 1 bei Verteidigung. Oh nein, will ich gar nicht. Ich drücke mal falsch. Hier wäre es aber sogar 2, 3, 5. Bei Wucht. Hm, okay. Wie kriege ich denn das Fenster wieder weg? So. Und dann hatten wir noch... Ach, der nimmt die gar nicht. Oh, der nimmt die Dings gar nicht. Okay, verstehe. Man kann also auch nur die Sachen verkaufen, den Leuten, was die selber quasi auch nehmen würden. Ich hoffe, das hat gerade irgendwie Sinn gemacht. Okay, okay, okay. Dann sind wir hier fertig. Wobei ich gerne... Nee, können wir glaube ich gar nicht. Warte mal. Wir müssen gleich mal was gucken. Da stand doch auch Reparatur. Warum nicht? Was ist denn damit? Einverstanden? Nee. Schon best. Ja, ja. Ja, kriegen wir hin. Von mir aus gerne auch 26. Da schlage ich zu. Okay, jetzt muss ich mal was schauen. Reden wir nochmal. Reparatur. Wie teuer ist das dann, wenn ich das operieren lasse? Obwohl ich ja eigentlich dann vielleicht doch lieber das andere nehmen würde. Wie sieht es mit Waffen aus? Der ist auch schon ganz schön hinfällig hier. Wie teuer ist denn das dann? Ach, der kann das nicht. Der ist zu schwer beschädigt. Ach krass. Und das hier? Das würde gehen? Das Lederwams können wir, okay. Oder nicht? Warte mal. Doch, okay, das würde gehen und das würde 15,7 kosten. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Bin ich jetzt in meinem eigenen Inventar von ihm weg? Ja, okay. Also, Rüstung. Ist das an? Ach, das konkurriert mit dem. Okay. Aber der ist besser, oder? Wartet mal. 1,1. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Die hier. Wir müssen es halt nur mal in die Kiste legen. Das ist alles scheinbar gestohlener Scheiß. Damit sollten wir uns ungern erwischen lassen. Aber wir können die hier verkaufen. Die gelb-graue Tunika. Kann ich noch mal ganz kurz mit ihnen reden? Schon wieder Folgenende. Also Bogen Schießturnier hätte ich auch ungern jetzt direkt nach dem anderen gemacht, muss ich sagen. Aber in der nächsten Folge können wir das, glaube ich, ganz gerne angehen. Da wäre ich dann dazu bereit. Nicht gern, aber... Oh Gott, Bogenschießen. Besprechen wir den Preis. Vielleicht können wir das vorher nochmal üben an den Dingen. Klar, warum nicht? So 4, 5? Ja. Oh, schön. Direkt auf Anhieb. Gut, Leute, dann schön, dass ihr dabei wart. Eine ereignisreiche Folge mit Turnier und... Ja, verkaufen. Und der blöde Wein. Und ja, das Bogenschießturnier steht an. Na gut. Dann, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye.